Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stammbar im LS19 am Dienstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ich fahre hier schon mal wieder unseren wunderschönen Event mit dem vollen Silvia-Wagen, unserem wunderschönen Strautmann, Bruder zu unserem Silo. Kann sein, dass wir ein bisschen mehr Geld haben als wir beim letzten Mal, und zwar ich habe gesagt, dass ich mich wegen den FPS für die letzte Folge da am Hof irgendwie nicht so ganz verstehen konnte. Fendt, da geht's nicht ab, ne? Also, ja. Ah, geht doch. Und ja, wie gesagt, ich habe ein paar Burschen da verkauft, die wo da standen. Ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen besser geworden. So ganz sicher bin ich mir zwar nicht, aber ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden. Was ich tatsächlich auch noch rausgefunden habe, an was es liegen könnte, und zwar. Wir haben manchmal das Problem mit dem Schröder, also mit dem Hund, mit der Hundehütte, weil. Als Starthof hat man immer einen bestimmten Hof und da ist automatisch ein Hund platziert. Das Problem ist, im LS kann man ja standardmäßig eigentlich nur einen Hund platzieren. Zwei gehen nicht, keine Ahnung wieso. Geht wahrscheinlich einfach von der Funktionalität vom Hund her einfach nicht. Und weil man kann ja mit dem interagieren und so weiter. Und das seht ihr ja da, dass das teilweise dann einfach nicht funktioniert. Dass ich zum Beispiel ihn jetzt am Hof füttern will, dass ich ihn da zum Beispiel nicht füttern kann, ich kann mit ihm nicht interagieren, also wie wenn er nicht zum Beispiel nicht da wäre. Manchmal geht's. Und da meine ich, dann ist das am Hof die FPS auch besser als wir ansonsten, weil wir haben jetzt zwei Hunde, wie gesagt, was normalerweise nicht möglich ist. Und da habe ich halt eben geguckt, ob ich jetzt eine Hundehütte verkaufen kann oder erstmal beide. Dann gucken wir dann, wenn dann nur einen an unserem Hof platzieren, wo man halt auch brauchen. Nur das Problem ist halt eben, wenn ich mit ihm nicht interagieren kann, ist er sozusagen wie nicht da oder nicht vorhanden. Und das heißt, ich kann ihn natürlich dann auch nicht verkaufen. Das heißt, ich muss wohl oder übel so lange warten, bis das wieder so ist, dass ich mit ihm interagieren kann und ihn dann instant verkaufen. Hört sich zwar ein bisschen nicht ganz so schön an, aber ist anders nicht möglich. Und das ist auch ein bisschen suboptimal hier. Allrad. Oh, Allrad regelt. Ich glaube, wir müssen da mal den Xerion ranholen demnächst. Also wir können jetzt glaube ich noch ein oder zweimal drüber fahren. Ja, die Ecke hier rumfahren ist auch ein bisschen problematisch. Eieieiei. Ja gut, ne? Was war so eigentlich geplant hier? Wie mache ich das jetzt am dümmsten hier? So, hier ein bisschen hinten in die Ecke rein. Ja, weil da komme ich auch nicht, da stehe ich mit dem Frontgewicht an. Dann zurückschieben. Ja, ja, das geht. Und jetzt voll einschlagen, was der Fendt hergibt. Oh, knapp, aber es ging. Knapp, aber es ging. Gut, wir sind vorbei. Warte, eins muss ich jetzt mal schnell gucken, weil also das Front, oder dieses dicke, selbstgebaute Gewicht hier steht noch rum. Gut. Dann machen wir mal kurz die Tür hier auf. Okay, gut, das Zeug steht noch unten. Wunderbar. Weil ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das wieder gekauft habe oder ob wir das hier unten stehen gelassen haben. Haben wir aber. Also wir müssen nur auf den Serien Zwillingsbereifen drauf prügeln und dann mit dem natürlich gut ballastieren und dann hier runter. Und dann kommen wir wieder hoch. Oh ne, warte. Ich hoffe, ich kann währenddessen das machen. Ja. Hab's, gut. Das heißt, das kann nicht mehr stören. Auto fährt jetzt gut kein, sorry mal. Ja, noch hier ein paar Fußgänger. Die laufen immerhin auf dem Fußgängerweg. So gehört, wie sich's gehört. Was steht denn hier in dem Gebäude? Habe ich noch nie gesehen. Weberei Striesing. Ah, okay. Ach, sind wir hier bei der Weberei, oder? Okay. Momentan noch nicht relevant für uns, weil wir haben noch keine Schafe. Oder ähnliches, was wir zur Weberei bringen könnten. Und so, ach, hier zum Beispiel kommt wieder ein Auto. So, Kollege, wir müssen jetzt aber hier vorne rein. So, wunderbar. Ich hoffe mal, dass wir den Weg einmal vorschaffen, ohne dass uns irgendein Auto oder ein LKW entgegenkommt auf der relativ schmalen. Es ist eigentlich, man kann eigentlich nur sagen, es ist eine Landstraße, eine schmale, ne? Straße kann man natürlich nicht wirklich sagen, weil so schmal.
Ja, es ist eine Landstraße. Ja. Aber es ist eigentlich eine Hauptstraße, weil so viel Verkehr wie hier läuft. Ja, der Tucano, ist ja in der letzten Folge zum Schluss hin, glaube ich, nochmal irgendwann voll geworden. Den habe ich dann nochmal einmal offline abgetankt und natürlich wieder frisch angesetzt. Der sagt jetzt, ja, er braucht abtanken. Wahrscheinlich ist er auch fertig, oder? Ja, wahrscheinlich ist er fertig, weil der hat ja nur noch ein, zwei Bahnen. Und ja, wir werden jetzt dem. Warte, Hexer, bevor wir hier weitermachen. So, warte, wo ist er? Da ist, genau, da ist er. Oh, lol. Leute, guck mal kurz auf den Füllstand unten links. Unten rechts. 99% voll. Und der Tucano ist fertig geworden. Alter, das nennt man mal Pro, ne? Also, wenn man Tetris zurückgespielt hat. So. Es ist doch ganz gut was runtergekommen an Ackergras. Das werden wir auch sofort jetzt dann verkaufen. Weil ich möchte ein bisschen Geld machen. Und das möglichst in der Folge. Wenn der Steier ein bisschen vorankommt, hier gibt mal ein bisschen Gummi hier. Komm, es sind nur 20.000 Liter oder knapp 21.000 Liter oder 21 Kubik Ackergras-Samen. Das kann doch nicht so schwer sein. Schon wir sind aus Pellets. Na, das sind doch Samen. Okay. So. Da vorne wird nicht mehr allzu viel reingehen. Wollen uns vielleicht mal den Baden. Ach, sind wir vorne voll? Nee, oder? Ja, wir stehen noch dran. Gut, kann sein, dass wir voll sind. Ach nee, warte. Ja, da will ich. Nein. Hallo? So, da will ich rein. Sind wir echt vorne voll? Ah ja, stimmt. Aber wieso ich. Dann haben wir anscheinend immer die Plane drauf gemacht. Gut. Ich hoffe mal, da geht alles rein. Aber die kann ich den Motor wieder ausmachen. Oder nee, ich räume den jetzt dann gleich auf. Dann kann ich den Motor eigentlich anlassen, weil. Wir können natürlich gucken nach einer Mission, ne? Da bin ich natürlich sofort dabei. Feld 22, wo ist denn das? Wahrscheinlich ein bisschen größer ist für 5000. Aber ich habe das halt, ich mache das gerne. Da oben. Was ist denn da drauf? Ach nee, Jungs. Ihr wollt mich doch verarschen. Das können wir wieder nicht machen. Das ist blöd. Das ist schade. Sehr, sehr schade. 5000 wäre echt richtig geil gewesen. Aber Luzerne, kam, ja, ich würde es gerne ernten. Aber es geht nicht, ne? Also, ja. Wir haben 3000 Hafer, da bin ich schon mal wieder dabei. Wir haben auch viele Sämissionen, die wo ganz gut Geld geben auch. Die können wir eigentlich auch easy machen, ne? Weil das ist. Raps kann man easy sehen mit unserer Sämaschine. Nur halt Kartoffeln, ja. Haben wir noch eine Dresch-Mission? Die wo. Ja, natürlich haben wir Dresch-Mission, aber die wo ganz gut Geld gibt. Nee. Gut, aber wir können die zwei Sämissionen machen, da kriegen wir auch knapp 10.000. Oh, ist das alles reingegangen? Anscheinend ist sich auch wieder relativ knapp ausgegangen, so wie es aussieht. So, was steht denn unser Schneidwerk? Ah, da steht noch ein bisschen was rum hier, ne? Das nehmen wir noch mit. So, weil es sind doch noch ein paar Liter, lassen wir natürlich nicht gehen hier. So. Und dann auf den Fleck. Nehmen wir das noch was gefliegt ist oder was? So, ich glaube der größte Teil ist jetzt wieder. Da hier unten stand da noch ein bisschen mehr. Naja, hat sich kaum gelohnt, 136 Liter noch. Jetzt packen wir dann nochmal den Anhänger rein, wer weiß, vielleicht wird er dann sogar noch voll. Oh, bremsen. Da hinten passt ein bisschen was, ja. Ihn rein, wunderbar. So, Dresch-Missionen. Haben wir dann eigentlich nur eine. Da fahren wir jetzt auch gleich mal schön hin. Also Schneider sagen, war doch irgendwo oder. Oh Gott.
weit vorne gestanden, war ich der Meinung. So, wir waren aber den Umleuchten hier an. Genau. Also man sieht ihn kaum, aber da steht er. Bremsen. Ja, richtig rum dran. So, sind wir, das passt. Hallo? Da sind sie wahnsinnig wie im Audi, hier können sie schon lang brettern. Alter. Ich habe auf jeden Fall ein größeres Gerät als wie du, Kollege. Soll ich mal hupen? Kann ich easy wegrammen mit dem kleinen Audi hier. Nee. So. Passt. Zack. Gut. Eine Mission haben wir ja gefunden, das wäre. Wer war es denn? Die hier war es, ne? 168 waren wir da nicht schon mal. 146? Ne, waren wir noch nicht. Da ist die 168, oder? Ja, 168. Die können wir gerne machen. Ne, wir haben die Maschine. Ja, passt. Gut, das heißt, da fahren wir dann gleich mal kurz hin. Das lassen wir hoffentlich in der Folge auch noch schaffen. So. Ich muss jetzt ganz kurz hier oben drüber fahren. Weil ich auf der Straße nicht drehen kann. So, ich hoffe, wir kommen noch ein bisschen zum Häckseln. Und wir jetzt halt ein bisschen beeilen. Weil das Ding läuft 42, da geht schon was. So, holpeli, ja. Okay, super. Gut, der Verschleiß ist auch noch relativ in Grenzen. Okay, 1,25,3%. Ist so gut wie nix. Der Weg ist ja gleich fast der gleiche dann unter, oder? Oh Gott. Ich dachte mir schon ein bisschen zu weit rüber gekommen. Ja, ich kann eigentlich den gleichen Weg fahren wie wir vorher zu unsere 146 oder was war auch runtergefahren sind. All diese Ecke da vorne ist immer so knapp. Ich denke, ich habe immer die Angst, dass ich irgendwo hängen bleibt. Oder warte mal, kann ich? Warte, ich guck hier lieber, da sieht man mehr. Ich könnte jetzt hier, dann dahinter. Würde ich auch hinkommen. Ich glaube, es geht sogar schneller. Das heißt, jetzt hier rechts rein. Und hier vorne wieder links. Ja, passt. Ah, tanken hätten wir auch können. Also wir haben schon nicht mehr viel drin im Tank. Aber das ist doch, das reicht noch aus. Das dürfte noch ausreichen. Und dann verlassen wir die wunderschöne Ortschaft Stabenbach und stoßen in ja nicht ganz neues Gebiet vor. Hier waren wir ja schon mal das ein oder andere Mal. Da hinten oben war zum Beispiel unser Acker, den wir zum Dreschen angenommen haben, aber da wo, wie man mitgekriegt haben, Luzerne drauf war. Und dass wir ja nicht enden können, ne? War nicht geil, aber gut, passiert halt mal, ne? Also ich fahre die ganze Zeit durch Äste hier durch. Die Gemeinde können sich auch mal drum kümmern, dass hier die Wege hier mal für ein bisschen größere Fahrzeuge hier auch freigemacht werden. Wird es bei uns tatsächlich auch alle, boah, 3-4 Jahre oder mal so. Auf jeden Fall, wenn die Äste halt zu weit reinhängen, bin ich schon richtig. Kann auch gut weiterfahren. Aber ich lasse jetzt einfach mal die Minimap offen. Sehe ich genau, wo es hingeht. Normalerweise müssen wir jetzt den Weg einfach folgen. Starke, das ist schon wirklich eine richtig starke Kurve hier. Weil hier hinten wird die Map ja richtig schön, ne? Oh. Naja, also man muss sagen, hier zum Beispiel haben sie sich dann schon wieder Mühe gegeben, ne? Also hier sieht schon wirklich schön aus. Wäre natürlich auch eine schöne Karte für ein Realismusprojekt. Aber wie gesagt, wir haben schon eine. Oh, zweimal Stappenbach. Glaube ich, wäre nicht so geil. Der ein oder andere Stappenbach-Fan wird es vielleicht feiern. Aber immer die gleiche Karte ist dann auch langweilig, ne? Nach einer Zeit auf jeden Fall. Und ja, wir haben jetzt, das ist glaube ich schon die 71. Folge, aber wir haben gestern die 70 Folgen hier schon geknackt. Mir macht auch noch wirklich Bock. Das Einzige, was ich mal gucken muss, mit den Silageballen, weil
Das macht auch immer relativ viel Arbeit. Scheiße, ich bin am Feld vorbeigefahren. Aber ich komme da hinten auch nochmal hin, okay. Ja, deswegen bin ich mal am gucken. Wegen. Ob wir eine Zeit lang mit Silage aufhören, weil ich muss wirklich sagen, so richtig, ich weiß nicht, lohnt sich so richtig. Also, das muss ich aber hier rauf, sonst komme ich nicht. Ne, ich könnte auch da vorne hochfahren. Ich muss sie da nicht hoch. Da vorne geht es dann hoch, okay, gut. Da sind wir, glaube ich, dann auch am Map-Ende, oder? Ja, dann haben wir einmal kurz eine Map-Runde gemacht. Das heißt, ja, wir haben jetzt die 60er Fels. Wir haben jetzt so gut wie überall, wenn wir schon mal überall waren. Deswegen, dann leckt es auch nirgendwo mehr. Ach ja, schön, schön hier hinten. Ja, wenn wir ein bisschen Gas hier geben. Es ist auch angenehm, weil hier einfach null Verkehr ist, ne? Wenn jetzt hier natürlich die ganze Zeit Autos oder Gegenverkehr kommen würde, der mitten auf der Straße fährt, dann wäre das Ganze nicht so angenehm. Und wenn wir nicht für den, der wo fährt. Ach, wir haben sogar mitten in die Wiese ein paar Bäumchen an eins mehr reingesetzt. Ist doch auch schön. Da ist auch wieder das Detail halt eben vorhanden. So, ich habe jetzt hier nicht geblinkt, weil auch kein Mensch hier ist. Hier kann ich eigentlich meinen Schneidwerkswagen stehen lassen. Meine Minimap kann ich mal wegmachen hier. So, moins, ich wäre mal da um dein. Ah ja, der kümmert sich aber nicht so gut um seinen Hafer hier. Da wächst du gerade drinne. Das gibt's bei unseren Feldern gar nicht. So. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja die fahrzeuglichen Mittel dazu gar nicht. Das ist ein bisschen blöd hier, weil es schräg ist und der Schneidwerkswagen natürlich höher stand, als wieder Drescher war. So, ich fahre jetzt mal ganz kurz auf die Straße rauf, damit ich hier hochkomme. Ich hoffe mal, hier kann ich ohne Probleme ernten. Ja, ich weiß, dass ich mich dann kann. Das war doch die 167. Oh. Ja. Vielleicht, ja. Nichts passiert, alles gut. Wir müssen nur kurz nochmal zu einem anderen Feld fahren, da gab es noch einen besseren Preis. So. Unser Schneidwerkswagen können wir jetzt hier stehen lassen, weil das ist, glaube ich, hier, oder? Ja. Wir waren fast am gleichen Feld dran. So. Ja, hier geht's auch. Gut. War ein bisschen nicht so geplant. So, Kursgenerierung. Die 168. Ja. Vorgewende zweimal müsste reichen. Und voilà. Da wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Arbeit. Wir speichern den Kurs einmal. Dreschen, unterschiedlich Feld. 168. Nicht 167, sondern die 168. So, hier sind wir wieder. Nee, stopp. Okay, der gute Häcksler läuft die ganze Zeit. Eieiei. So, und zwar. Wie sieht das? Ja, das geht sich noch aus. Vielleicht kommen wir, glaube ich, sogar nochmal zum Häcksler auch. Wunderbar. Oh ja, 92% voll, die sind so gut wie richtig gut gefüllt, sagen wir so. Wir rollen noch, ich weiß. Ah, wir haben das schnell nachgeguckt. Ackergras, bester Preis. Agrarzeit Landhandel, okay. Da wissen wir, wo es hingeht. Oh, da oben haben wir ein Loch in der Plane, da spießt ein bisschen die Ackergras-Samen durch. Eieiei. Das ist nicht gut. Zum Glück regnet es nicht, ansonsten hätten wir jetzt ein kleines Problemchen. Aber wenn man natürlich hier gleich zum Verkauf und nee, hier geht's nicht rein, hier geht's auch noch nicht rein, wir müssen ein, zwei da vorne rein. Und so, hier. Ja, hier sind wir richtig Agrarzeit Landhandel. Den guten Kollegen kenne ich doch. Direkt neben uns am Hof. So, das heißt, wir laden hinten ab und natürlich auch das hier vorne. Oh Leute, da kommt das Geld rein. Da kommt die Kohle drin. Wir haben, glaube ich, gerade irgendwie Mietkosten bezahlen müssen, ne? Boah, 39.000.
Ich bin, glaube ich, tatsächlich gerade wirklich am Überlegen, ob wir unsere Wiesen 40, 31 und 32 umpflügen. Und die 82. Und da dann überall Ackergras draufballern. Aber ich glaube, das lohnt sich schon mehr als wie die Silageballen. Allein vom Aufwand technisch her geht das viel schneller. Ich glaube, das kann man so machen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt gerade einen Schock gekriegt haben und sagen: Was? Der kann doch nicht die Wiesen umfliegen. Doch, ich kann die Wiesen umfliegen. Ich will ja hier natürlich Geld machen. Und Geld mache ich, indem, dass wir halt eben das, jeweils das ansehen, was gut Geld bringt. Und zweitens, was mir Spaß macht. Und ich glaube, ich hab euch auch, schon langsam von dem Silageballen machen abguckt. Oh ne, warte mal, wie heißt das? Ah, es ist einfach für euch langweilig geworden. Wieso bin ich eigentlich hierher gefahren? Ich muss doch den Drescher abfahren. Egal. Aber das werden wir dann in der morgigen Folge machen. Nein, wir sind zwar noch nicht fertig, aber ich will noch ein bisschen häckseln. Sonst habt ihr heute überhaupt nicht so ein Häckseln gesehen. Und wenn wir schon mal eine 69, ich weiß, das ist nicht der größte, aber wenn wir schon eine 69 Häcksel hier da haben, dann will ich euch den natürlich auch präsentieren, ne? Deswegen würde der gute Mais runtergeruppt hier. Machen wir hier nochmal das Tempomat rein, und es ist ganz schön angenehm zu fahren. Normalerweise, wenn man jetzt hier am Rand, soweit ich weiß, mit dem Mulchgerät entlang fahren, hätte es Gras weggemäht oder die Buschen, was am Rand gewachsen sind, ganz einfach. Da wird man nicht irgendwie Gras oder so weiter mithäckseln, was da eigentlich nicht rein sollte. Deshalb wird er beim Dreschen auch so gemacht. Aber gut. Können wir ja vielleicht. Ja, das wäre tatsächlich auch noch was Geiles, was wir machen könnten im RP-Projekt, weil, wenn ich sage RP-Projekt, dann meine ich natürlich unser kommendes Realismus-Projekt, das aber auch komplett realistisch wird. Also nicht so sagen, ja, ein bisschen Seasons und dann wird gespielt, sondern es wird auf jeden Fall auch richtiger Realismus angelegt. Also ich glaube, man wird danach keinen Unterschied mehr zum Real Life und zum LS erkennen. Natürlich ein bisschen immer, aber wir werden gucken, ob wir so gut wie das meiste in Innern sich fahren. Natürlich nicht alles, weil sonst wird es auch langweilig, wenn man nur die ganze Zeit das sieht. Es sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber man will zum Beispiel, wenn es jetzt gerade zum Beispiel so eine geile Aufnahme wie das hier ist, dann will man das natürlich schon mal ein bisschen von außen aus sehen, die Fahrzeuge. Und ja. Aber ich muss sagen, ich war der Meinung, ich bin schon mal mehr runter von so einem Feld. Aber ist normalerweise schon doppelt gut umgefahren jetzt. Ne, warte, ich kann jetzt eigentlich einfach mal Tempomaten reinmachen. Ein bisschen mit mir zurückfahren lassen. So, warte, zweimal Gesicht so auf gleicher Höhe. So. Ich würde kurz nachgucken und mir schicken. Und zwar. Es ist eigentlich alles doppelt gedüngt gewesen. Oh, aber es braucht danach die volle Ladung. Pflügen und alles braucht Kalken. Eieieiei. Puh, da haben wir ein bisschen was zu tun, ne? Aber der Xerion wird lange vom Pflug sein, weil er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Felder. Mit insgesamt, oh Gott. Mit noch dazu Wiesen umzupflügen. Ich glaube, der hat. Oh, er wird ein bisschen arbeiten, ne? Ach, oh Kollege. Stimmt, wir machen ja. Wir machen ja noch eine Vorgewendebahn. Zum Glück haben wir das extra lange Rohr genommen. Sonst hätte er jetzt schon wieder gesagt, ey, der fährt woanders schöner als ich, und ich muss warten. Ah, oh, wunderbar, wunderbar. So ist es natürlich schön, wenn das Ganze funktioniert. Komm, Gummi. Komm. Komm, Gummi, oder? Komm, gib Stoff, Gummi, würde ich sagen. Was lab ich da dann schon wieder für eine Scheiße, ne? Man merkt, es ist wieder spät. Die Hirnzellen arbeiten nicht mehr so gut. Oh, sorry. Leicht reingefahren. Das Ding ist nur gemietet, wir müssen aufpassen. Aber gut, wir machen den Anhänger jetzt noch voll, aber ich darf mich fürs Zuschauen dann auch schon wieder bedanken, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen runterlassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten
wünsche euch dann noch allen einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.